Willkommen zurück zu Let's Play Bogda. Ich bloß noch kurz den Spielstand laden. Ja. Willkommen. Das letzte Mal sind wir in einer Trap gelandet. Und ich sehe schon. Ich habe meinen Dings nicht auf. Let's go! Aufgeladen. Muss ich schnell machen. Mach doch mal so. Geht doch. Au! Nicht echt überall. Was? Hä? Nee, das hat er aber vorher nicht gemacht. Das geht da mal jetzt gar nicht klar. Ich muss mal weggeklemmt, Dinger. So. Du stirbst jetzt und du machst mir kein bisschen Schaden mehr. Niemals mehr. Du. Böser Knight. Scheiße. Okay, Continue. Ist ja nicht wie in Bogda 2, dass ich jedes Mal 200 komische Währung bezahlen muss. Ja, das habe ich schon gemerkt. In ungefähr 30 Minuten Bogda 2 spielen. Wenn man stirbt, muss man 200 Geld bezahlen. Und wenn man die nicht hat, muss man sie beim Dark Credit sich holen. Und dann irgendwann logischerweise auch zurückbezahlen. Ja, und ich habe da gerade mal eine halbe Stunde gespielt und bin schon zweimal gestorben. Und deswegen werde ich da, glaube ich, auch erstmal dann aufhören mit Bogda. Natürlich mache ich den restlichen Teil auch noch. Also, oh mein Gott, nein, das geht so nicht. Erstmal weniger Feuerschaden, weniger Feuerschaden. Haben wir irgendwas gegen Feuerschaden? Irgendwas war doch hier gerade. Irgendwas war hier gerade. Irgendwas, rote Paprika. Ach. Ich will eine rote Paprika. Reduziert Feuerschaden. Okay. Außerdem wollen wir unser Leben zurück. Zweimal grüner Apfel, der so viel zurückbringt. Juhu. Ich habe schon wieder vergessen, was ich gesagt habe. Es ist spät. Tut mir leid. Aua. Ah, mega. Arsch. Gesicht. Genau, ich werde wahrscheinlich nicht mehr mit Bogda weiter. Also, ich werde mit Bogda weitermachen, aber nicht direkt nach diesem. Werde ich wahrscheinlich nicht direkt Bogda 2 machen. Sondern hätte Lust auf irgendein anderes Let's Play. Und zwar ein Rollenspiel. Was ich, glaube ich, im letzten Video mal gesagt habe, aber warum nicht nochmal, ne? Einschlüsse, jo. Also ich würde gerne ein Fantasy-Rollenspiel Let's Playen. Wenn ihr ein gutes kennt, das möglicherweise auf Deutsch ist. Oder einen deutschen Patch hat, den man benutzen kann. Also nicht so ein Patch, wo ganz viele Fehler drin sind. Und den man einfach nicht benutzen kann. Wenn man zum Beispiel im Spiel relevante Texte nicht zu Gesicht bekommt, wie es in Mother 2 oder Earthbound der Fall war, wo man an einer Stelle mit einer Frau reden musste und genau dieser Text verbuggt war, sodass das Spiel abgestürzt ist, wenn man sie angesprochen hat. Sowas möglicherweise nicht im Spiel. Also, es sollte schon ein Spiel mit einer deutschen Lokalisation sein. Oder wie gesagt, mit einem halbwegs ordentlichen Deutsch-Patch. Weil ich habe kein Problem damit, englische Spiele zu spielen, aber ich habe da zwei Sachen, die nicht so toll werden, weil vor allem bei Rollenspielen, wenn man ein kleines Wort nicht versteht, das manchmal storyrelevant ist. Hier ist eine Tür. Ja, das storyrelevant. Oh, diese Sprachstörung ist echt schlimm. Ja, storyrelevant ist und man diese Stelle einfach nicht übersetzen kann. Weil das eigene Englisch vielleicht nicht so gut ist, weil man gerade erst in der 10. Klasse ist. Was wollte ich gerade machen? Achso. So. Ja, wenn man gerade in der 10. Klasse ist und das Englisch noch nicht halt so perfekt ist. Ja. Das ist dann. Oh, sie verbrennt, glaube ich, von alleine, oder? Ja, sie verbrennt von alleine. Ja, und außerdem ist es schlecht, ein
englisches Spiel zu Let's Playen, weil man müsste es übersetzen. Vor allem Rollenspiele. Nein. Ich glaube, die müssen alle runtergenommen sein. Ja, vor allem Rollenspiele, die müsste man alle übersetzen. Und ich kann nicht übersetzen, wenn ich den Text gerade erst gelesen habe. Juhu, geschafft! Also wenn ich den Text gerade erst vor mir habe, dann kann ich den nicht so schnell übersetzen. Und ich denke, mein Großteil von euch auch nicht. Geht nicht runter. Ja, und das ist dann schlecht für ein Let's Play, weil... Ja. Ist schlecht, weil ihr nichts verstehen würdet, wenn ich alles auf Englisch vorlesen würde. Ja, wahrscheinlich würdet ihr es doch verstehen, aber einige von euch, falls dieses Let's Play überhaupt irgendjemand sehen sollte, kann vielleicht nicht perfekt oder annäherungsweise Englisch. Und würde so dann nichts verstehen. Und das möchte ich nicht. Was ist da unten? Also, oh mein Gott, ich rede jetzt schon, glaube ich, 6 Minuten nicht mehr über das Spiel, sondern darüber, was für ein Spiel hier nichts Let's Playen soll. Egal, kann man ja auch mal machen. Also, nochmal so im Kompletten ein Spiel mit einer deutschen Lokalisation bzw. einem halbwegs guten deutschen Patch. Und im Fantasy-Stil, Rollenspiele sind meistens Fantasy, oder? Ob so ein Science-Fiction oder Mittelalter. Ding. Also ein Fantasy-Spiel, ein Fantasy-Rollenspiel, das möglicherweise, da ist eine Truhe, ich will zurück, das am besten mittelaltermäßig angehaucht ist oder so ähnlich wie zum Beispiel auf Fantasia ist ja nicht Mittelalter, sondern eine Zukunft, die sehr mittelaltermäßig ist, weil die da auch keine Technik haben und sowas alles. Also ich möchte schon sowas lieber haben. Und bitte kommt mir nicht mit Final Fantasy 7 oder sowas, weil auf ein Final Fantasy habe ich keinen Bock. Ja. Fantasy Star 1 hatte ich mir schon mal überlegt, aber ich glaube, ist das Spiel auch in Deutschland rausgekommen, also auf Deutsch. Deutschen Patch habe ich auch nicht gefunden. Ich habe nur eine englische Version gefunden. Fantasy Star 2 soll ohne die Komplettlösung verdammt schwer sein. Und deswegen, ja, lasse ich es lieber. Ja, und Earthbound habe ich durch, will ich nicht spielen. Earthbound Zero ist irgendwie... keine Ahnung. Earthbound, also Mother 3 dann. Ja, keine Ahnung. Möchte ich auch nicht spielen. Und wie gesagt, Earthbound habe ich schon durch. Ich habe überlegt, ob ich Persona nehme, aber... ja. Irgendwie kann ich mich nicht so für begeistern. Weiß auch nicht wieso. Eine Chance zu lagern, Granite. Juhu. Was gibt's noch für Spiele? Ja, Fantasy will ich nicht. Keine Ahnung. Ich. Wahrscheinlich kreuze ich dir nicht, aber. Final Fantasy war alle Spiele, die ich davon bis jetzt gespielt habe. Oh, wie soll ich es ausdrücken? Ich fand sie nicht so toll. Ich habe bis jetzt noch nicht so viele gespielt, aber. Final Fantasy 7 soll ja gut sein, aber irgendwie habe ich keine Lust darauf. Also lieber irgendwas anderes. Also irgendwas. Schreibt mir einfach irgendwas. Ich suche mir dann schon aus, was mir gefällt, was nicht. Am besten kein Action-Rollenspiel. Also so ähnlich wie Bogtai oder sowas, sondern am besten mit rundenbasierten Kämpfen. Das würde mir schon sehr gefallen, ja. Und was gibt's noch? Was könnte ich noch als Kriterium sagen? Aber... also ich will nicht so ein Action-Ding hier haben wie Bogtai, weil das... Der erste Teil ist jetzt auch nicht wirklich ein Rollenspiel. Zelda, das zähle ich jetzt nicht auch wirklich als Rollenspiel. Außerdem machen alle Zelda. Egal wer, jeder macht Zelda. Cool.
Ja, dann so ein Kampfsystem wie bei Tales of Antasia zum Beispiel fände ich okay, würde ich machen. Ach, willst du mich verarschen? Der war doof. Der war nicht gut, der Boss. Ja, so ein Kampfsystem wie Tales of Antasia würde ich machen, ist okay, aber ich weiß gar nicht, hat außer Tales of Antasia jemand ein Spiel so ein Kampfsystem? Ich weiß nicht. Und wir sind schon über 10 Minuten, ich habe das ganze Spiel nur darüber geredet, was für ein Spiel ich als nächstes Let's Playen möchte. Und ja, ich mache jetzt hier auch mein Ende mit diesem Kampf gegen den Boss. Bis zum nächsten Mal.